Lena und Franz sind schon fleißig mit dabei. Zusammen mit Papa Marian machen sie heute eine Probeernte. In Mussen, einem Ortsteil von Münchberg im Landkreis Hof, betreibt Papa Marian bereits in der 5. Generation den Kartoffelhof Harles. Normalerweise wird maschinell mit einem Kartoffelvollernter geerntet, doch heute muss erstmal geprüft werden, ob die Kartoffeln überhaupt schon erntereif sind. Man sieht schon am Grau, das ist alles regelrecht vertrocknet. Ja. Die Ernte wird heuer wahrscheinlich eher sehr schlecht ausfallen, ja, durch die anhaltende Hitze, ja, und eben den fehlenden Niederschlag. Rund 12 verschiedene Kartoffelsorten werden auf dem Kartoffelhof Harles bis heute angebaut. Im normalen Jahr kann man dann 10 bis 20 Kartoffeln pro Pflanze erwarten. Doch heuer ist die Ernte durch die anhaltende Hitze ziemlich durchwachsen. Bei einer Sorte geht sie sogar um die Hälfte zurück. Und das, obwohl die Gegebenheiten in Mussen relativ gut sind. Unser Standort ist hier jetzt südlich von Münchberg. Und wir haben ja hier den Urgestein des Gneis, also die Münchberger Gneisplatte. Mhm. Und in dem Gneis sind sehr viele Mineralien und Nährstoffe, okay, die ihm den Kartoffeln einen sehr guten Geschmack verleiht. Okay. Und das ist eigentlich wegen die Besonderheit von unserem Boden hier. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit an der beliebten Knolle. Ihre Geschichte geht nämlich Jahrhunderte zurück und spielt sich auch in Oberfranken ab. Heimatforscher Adrian Rossner kennt die Tradition der beliebten Feldfrucht nur allzu gut. Bei Riau in dem kleinen Dörfchen Pilgramsreuth, okay, hat es damals 1647 den Bauern Hans Rogler gegeben. Okay. Und der hat quasi die ersten Erbsen aus dem Böhmischen mitgebracht. Und das ist dann eben auch der erste, und da muss man dann immer wegen aufpassen, der erste urkundlich belegbare feldmäßige Anbau der Erbsen im deutschsprachigen Raum. 1686 waren sie dann bereits in Stockenroth, nur wenige Kilometer von Mussen entfernt. In Mussen sind die fleißigen Erntehelfer immer noch voll im Einsatz. Dem 9-jährigen Franz macht die Arbeit auf dem Feld besonders Spaß. Und das sicherlich auch, weil er Kartoffeln so gern mag. Sein Lieblingsessen vom Kartoffel? Kloß mit Soße. Kloß mit Soße. Ja, und Kloß mit Soße ist auch in Bayern eins der beliebtesten Gerichte. Während die Kartoffelklöße bayernweit eher als Knödel bekannt sind, nennt man sie in Oberfranken Grener Kläs. Zurückzuführen ist das auf die leicht grünliche Farbe. Doch die Kartoffeln, in Oberfranken auch Erbfel genannt, sind nicht die einzige Zutat für den besonderen Kloßgeschmack. Broccola. Und als erstes müssen wir anfangen, Lehrling, erstes Lehrjahr. Okay. Äpfelchen. Und waschen erst. Waschen und Äpfelchen. Okay. Auch das Schälen muss gelernt sein. Danach geht's für die eine Hälfte in den Topf, die andere Hälfte wird ins kalte Wasser gerieben. Kaltes Wasser ist deshalb wichtig, damit die Kartoffeln nicht braun werden und sich die Stärke absetzt. Und die tun wir dann als Bindemittel unter die Klöße mit drunter. Die geriebenen Kartoffeln kommen dann raus zum Abtropfen und die gekochten werden nun zerdrückt. Die abgesetzte Stärke wird jetzt den zerdrückten Kartoffeln zugeführt. Die rohen Kartoffeln fix ausdrücken und etwas Salz dazugeben. Zum Schluss nur noch die Bräckerl rein und ab ans Formen. Dann geht's für die Klöße wieder in den Topf, bis sie oben schwimmen. Tja, und das Beste kommt zum Schluss. Die Grener Kläs zusammen mit der Sauce. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.